Uhu. Jetzt erinnert euch, dass ihr jetzt einige Videos von mir gesehen habt, wisst ihr ja mittlerweile, wer hinter KKR, hinter Kernkraftritter Records steckt. Ein hässlicher alter Mann, dick, ungepflegt, ungeliebt von der Frauenwelt, aber darum soll es mir gar nicht gehen, weil die einzige Liebe, die wirklich wichtig ist, wissen wir alle, ist die Liebe zur Musik, genau. Nur darum soll es gehen. Und zwar vor zwei, drei Jahren, habe ich mal eine Aktion gestartet, zwei Postkarten. Da habe ich die KKR-Zentrale für Schönheit durch Musik gegründet. Und da habe ich Bilder von mir gezeigt, wie ich einmal vorher aussah, bevor ich mich mit dem Label befasst habe und hinterher. Ich zeige euch mal das erste Bild für den einen oder anderen, die sich das noch nicht wissen oder nicht in Erinnerung haben. Als ich angefangen habe mit dem Label, mit der Musik, mich zu befassen und mich reingesteigert habe, sah ich so aus. Jetzt denken bestimmt viele so, das stimmt doch alles. Das ist ein wunderschöner junger Mann. Was passt denn da nicht? Also sah ich aus, so attraktiv sah ich aus, nachdem ich mich damit befasst habe, mich reingesteigert habe. Und was viele aber nicht wissen, wie ich vorher aussah, bevor ich mit dem Label angefangen habe, mich mit den ganzen Sachen zu interessieren, da sah ich nämlich so aus. Okay, zugegeben, da war ich noch sehr, sehr knackig. Ne? Aber so möchte doch keiner durch die Gegend laufen, oder? Stell mal vor, wie soll ich noch eine Cola trinken? Keine Ahnung, aber ich habe es geschafft. Jedenfalls, worauf ich hinaus will, warum ich euch die Bilder zeige. Ich würde gerne diese KKR-Zentrale für Schönheit durch Musik wieder ins Leben rufen und mit eurer Mithilfe. Ich möchte gerne, dass ihr euch beteiligt daran. Wenn du jetzt der Meinung bist, du bist auch wunderschön, könntest aber noch schöner sein. Und durch den Konsum von KKR-Artikeln, dann schreib mich an, schick mir ein Foto, was ich verwenden darf. Wie geht das denn mal durch? Und dann, was man da machen kann. Und dann, du bekommst auch von mir gerne KKR-Artikel zugeschickt. Egal wie. Und dann, weil die Schönheit durch Musik, das ist kein Quatsch, das ist in einer KKR-Studie von mir persönlich wissenschaftlich erwiesen, die habe ich selber durchgeführt, dass Menschen durch KKR-Konsum, durch die Musik, dass sie wirklich attraktiver werden. Dass sie attraktiver werden auf das andere Geschlecht, auf vielleicht sogar Tiere, ich weiß es nicht. Das habe ich noch nicht, das muss hin und nachgehen. Jedenfalls, lasst uns eine lustige Aktion starten, die KKR-Zentrale für Schönheit durch Musik. Und dann, vielleicht macht ihr davon auch Postkarten, je nachdem, wie das Material ist, wie ihr wollt, weil ich kann ja nicht einfach über euch entscheiden. Aber es wäre ganz cool, ein Foto von euch zu bekommen, vielleicht mit einer KKR-Platte in der Hand oder mit einer CD in der Hand. Und ich denke mal, das ist eine lustige Aktion, die KKR-Zentrale für Schönheit durch Musik. Und mehr Infos ist unten in der Beschreibung. Und ich bin mal gespannt, was von euch da zurückkommt. Mehr im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.